Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich in meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. In unserer 41. Lektion wollen wir schauen, wie man ein Array an eine Function übergeben kann. Wie man also aus einer Function heraus auch auf Werte außerhalb zugreifen kann, wieder mit Übergabe. Wir haben schon angesprochen, dass sich PHP, bevor eine Function aufgerufen wird, gar nicht darum kümmert. Deswegen können wir nach dieser Function hier anfangen. Wir haben jetzt hier das Array. Außerhalb der Function, hier wieder mit einem Index, mit 0 beginnend bis 6, mit der Bezeichnung Wochentag, und es werden die eben dann die Strings zugewiesen, in dem Fall hier von Montag bis Sonntag. Und hier wird dann dieser Array aufgerufen, Wochentag-Ausgabe, und hier wird nicht eine einzelne Variable übergeben, eine normale, sondern es wird hier ein ganzer Array übergeben. Das siehst du daran, dass es hier genau dieselbe Bezeichnung ist. Springen wir also hinauf zu dieser Function. Hier werden dann Tage übergeben und diese Tage, man kann also unterschiedliche Formulierungen verwenden, es muss jetzt nicht Wochentag heißen, sondern einfach, wenn ich es aufrufe, wird dann im Prinzip aus Wochentag wird Tage, und hier kann ich dann, es bleibt aber ein Array mit allen Inhalten, und hier kann ich dann mit einer Vorschleife all diese Elemente des Arrays, das heißt nicht mehr Wochentag, sondern Tage heißt, dann ausgeben. Besonderheit hier bei der Vorschleife ist sicherlich hier diese Count-Funktion, und mit Count kann ich hier die Anzahl der Elemente eines Arrays dann ermitteln. Das heißt, hier von 0 wird es dann, weil es hier 7 Elemente gibt, bei 0 zählt sein, wird es eben dann 7 mal durchlaufen und wird dann eben hier von Echo bald ist, und dann wird es eben der Reihe nach der Index eben erhöht, mit i++, wird es hier dann ausgegeben. Und es wird hier schon umgebrochen, weil hier der BR-Tick ist. Also sehr praktisch, dass man hier eine Function, an eine Function auch ein Array übergeben kann. Deswegen würde ich dich einladen, diese Aufgabenstellung hier zu lösen, damit das eben noch, damit du diese schwierige Sache dann auch gut einmal ausprobieren kannst in der Praxis. Learning by doing. Danke für das Zuhören, danke für das Zuschauen, danke.